Herr Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Frau Bundeskanzlerin hat an uns alle appelliert, in Zeiten der Pandemie weiter umsichtig zu sein. Sie hat in ihren Ausführungen dargelegt, dass Deutschland vergleichsweise gut durch die Pandemie bisher gekommen sei. Das verdankt sich ja gerade der großen Mehrheit unseres Landes, der großen Mehrheit verantwortungsbewusster Menschen, die in Zeiten der Pandemie auch mit ihrer Freiheit umsichtig umzugehen verstehen. Deshalb, Frau Bundeskanzlerin, war es richtig, dass Sie heute angemessene Worte gefunden haben. In der politischen Diskussion in den vergangenen Wochen hat man gelegentlich davon gehört, es müssten die Zügel angezogen werden oder man müsste mit brachialen Maßnahmen auf die Menschen zugehen. So umsichtig, wie die Bevölkerung in den vergangenen Monaten mit der Pandemie umgegangen ist und insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Menschen in unserem Land Grundrechtsträger sind, deren Freiheit garantiert ist, ist Ihre Ausdrucksweise heute angemessener. Wir sollten nie vergessen, dass nicht der Staat den Menschen Freiheit gewährt, sondern dass die Menschen nur Einschränkungen ihrer Freiheit akzeptieren, wenn sie vernünftig und verhältnismäßig sind. Ein zweiter Lockdown muss verhindert werden. Sie haben gesagt, Deutschland sei vergleichsweise gut durch diese Krise bisher gekommen. Nichtsdestoweniger trotz hat diese Krise großen Schaden angerichtet. Wie viele Familien hat unser Staat im Stich gelassen, als Kitas und Schulen geschlossen haben? Wie viele ältere Menschen sind in Pflegeeinrichtungen vereinsamt, weil ihre Angehörigen nicht mehr zu Besuch kommen konnten? Und wie viele Millionen Menschen bis heute fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz? Deshalb trägt jeder Einzelne Verantwortung, aber auch die staatliche Verantwortungsgemeinschaft ist gefordert, jetzt in diesem Herbst und Winter Maßnahmen zu ergreifen, dass sich ein zweiter Stillstand dieses Landes nicht wiederholen muss. Sie haben gestern dazu mit den Ministerpräsidenten beraten. Wie bereiten wir uns vor auf diesen Herbst? Sicherlich helfen uns nicht alleine Überschlagsrechnungen über dramatisch steigende Zahlen. Was uns fehlt, sind konkrete Maßnahmen. Und heute auch nach Ihrer Konferenz mit den Ministerpräsidenten muss der Präsident der Bundesärztekammer beklagen, dass wir vor dem Herbst immer noch nicht über eine nationale Teststrategie verfügen, die die Menschen in alten Pflegeeinrichtungen, in Lehrberufen schnell und günstig mit einem Test versorgt. So heute Klaus Reinhardt. Grundrechtseingriffe brauchen einen faktischen Anlass. Freiheitseinschränkungen kann man nicht alleine mit der Annahme einer drastischen Steigerung von Neuinfektionen begründen. Zudem müssen schließlich auch die Kapazitäten des Gesundheitswesens berücksichtigt werden. Alleine nur die Zahl der Neuinfektionen ist noch nicht ein Indikator allein. Uns fehlen deshalb beispielsweise Ampelmodelle, wie sie von Nordrhein-Westfalen vorgeschlagen worden sind. Das muss nicht unbedingt mit Grün als einer Farbe sein, die nicht zwingend immer für Entwarnung steht, sondern nach rheinland-pfälzischem Vorbild kann es auch eine andere Farbgebung sein. Aber eine solche transparente Beschreibung der Situation vor Ort fehlt uns. Freiheitseinschränkungen müssen geeignet und verhältnismäßig sein. Große Zweifel haben wir deshalb an der im Land Berlin verhangenen Maskenpflicht im Büro. Denn das sind nicht die Orte, wo es vor allen Dingen zu Neuinfektionen in diesem Land kommt. Und wir sind erleichtert, Frau Bundeskanzlerin, dass es entgegen der ursprünglichen Absichten Ihrer Regierung nicht zu einer Beschränkung privater Treffen in privater Wohnungen gibt. Hier haben Landesregierungen zu Recht widersprochen, denn auch in Zeiten einer Pandemie gilt die Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung. Es ist richtig, dass weiter ein regionaler Ansatz verfolgt wird. Und Frau Merkel, Sie haben das ja gerade auch in Ihrer Darlegung hervorgehoben, wie leistungsfähig unsere föderale Ordnung ist. Man kann gegenwärtig auch nicht mehr davon ausgehen, dass momentan, an diesem Tag,
unser öffentliches Gesundheitswesen mit der Pandemie überfordert ist. Das aber war der Grund, warum wir seinerzeit eine pandemische Notlage nationaler Tragweite in diesem Deutschen Bundestag beschlossen haben. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür bestehen nun nicht mehr. Und deshalb sollte Ihre Regierung die Sonderbefugnisse in die Hände der ersten Gewalt zurückgeben. Sonst sollte der Deutsche Bundestag sie sich nehmen, weil es auch eine Frage der parlamentarischen Selbstachtung ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesfinanzminister hat einen Haushaltsentwurf mit 96 Milliarden Euro neuen Schulden vorgelegt. In diesem und im nächsten Jahr zusammen wird der deutsche Staat im Bundeshaushalt sich mit 314 Milliarden Euro neu verschulden. So viele Schulden hat Deutschland noch nie aufgenommen in so kurzer Zeit. Und hinzu kommen ja noch die zusätzlichen Haftungsverpflichtungen, die unser Land in der Europäischen Union übernimmt. Es war richtig, dass während der ersten Phase der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folge der Pandemie ein Sicherheitsnetz für Beschäftigung und Betriebe gespannt worden ist. Dem haben wir uns auch nicht verweigert. Übrigens fehlen dort immer noch wichtige Elemente. Wo zum Beispiel ist ein spezifisch gezieltes Programm zur Unterstützung von Solo-Selbstständigen, Freelancern und Kulturschaffenden? Warum gibt es bis heute nicht die Möglichkeit der vollen Anrechnung der Verluste dieses Jahres auf die Steuerschuld der Jahre 2019 und 2018? Ein viel besseres Instrument als manche Soforthilfe, die Sie ausgezahlt haben. Also, es war richtig, ein Sicherheitsnetz für Beschäftigung und für Betriebe zu spannen, selbst wenn es noch immer Lücken aufweist. Dass aber Sie, Herr Scholz, auch im nächsten Jahr 2021 weiter auf Rekordschulden setzen und wiederum die Schuldenbremse missachten, das hat mit Nothilfe nichts mehr zu tun. Wir sehen nämlich die ersten Erholungssignale. Und vor allen Dingen haben Sie dem Bundeshaushalt ja bereits vor Corona erhebliche Lasten aufgebürdet. Alleine die Leistungsausweitungen in der Rentenkasse machen 20 Milliarden Euro zusätzlich im Jahr aus. Es ist nicht ein Virus, das den Haushalt ruiniert. Es ist eine seit vielen Jahren falsche Politik, die die Staatsfinanzen ruiniert hat. In den vergangenen fünf Jahren, bis auf eine Ausnahme, sind die Sozialausgaben stärker gewachsen als die Wirtschaft. Mit einer Ausnahme. Selbst im vergangenen Jahr bei Rekordbeschäftigung und Niedrigarbeitslosigkeit hat dieser Staat zum ersten Mal mehr als 1 Billion Euro an Sozialausgaben geleistet. Oder um es konkret zu machen, Hubertus Heil gibt am Tag mehr Geld aus als Ihre Regierung, Frau Merkel, in einem ganzen Jahr in Gigabit-Netze investiert. Und das ist eine Schieflage Ihrer Politik. Bis verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin für einen treffsicheren Sozialstaat, der die Menschen in Not nicht im Stich lässt. Aber zu einem Sozialstaat gehört eben auch, dass er seine Möglichkeiten nutzt, um dafür zu sorgen, dass möglichst wenige Menschen in die Notlage kommen, ihn in Anspruch nehmen zu müssen. Und genau dort, bei diesen Investitionen in sozialen Aufstieg, da leistet die Regierung nicht ein hinreichendes Engagement. Denn ausgerechnet bei Bildung und Forschung wird sich der Anteil der staatlichen Ausgaben in den nächsten Jahren reduzieren. Bei Bildung und Forschung Mittel nicht zu verstärken in diesen Zeiten, das ist das Gegenteil der notwendigen sozialen Vorsorge, die unser Land bräuchte. Und Frau Merkel, Sie haben das hier ja eben geradezu beschrieben wie eine interessierte Beobachterin nach 15 Jahren im Amt der Bundeskanzlerin, wie unsere Situation im Bereich der Schulen ist. Wir mussten ja auch sozusagen Bündnis 90, die Grünen und FDP mit harten politischen Bandagen kämpfen, um eine Änderung des Grundgesetzes zu erreichen, damit der Bund überhaupt in der Lage ist, Systemadministratoren in der Bildung zu finanzieren. Das war gegen den Widerstand der Unionsparteien und zumal
der CSU. Jetzt kommt es dazu, Gott sei Dank. Nur es kann doch kein Zweifel bestehen, dass selbst die Maßnahmen, die Sie jetzt beschlossen haben, nicht ausreichen, um unser Bildungssystem auf Stand der Zeit zu bringen. Wo sind denn die digitalen Lernplattformen? Wo ist die Weiterbildungsinitiative? Und vor allen Dingen, wie sorgen Sie dafür, dass die Gelder überhaupt im Alltag der Schulen ankommt? Der Digitalpakt fließt da überhaupt gar nicht ab, weil unser Land sich in eine Art der Selbstverbürokratisierung, in eine Selbstfesselung selbst bei zentralen Aufgaben verstrickt hat. Viel mehr wäre hier nötig. Sparen nicht. Frau Bundeskanzlerin, wir haben eine Situation am Arbeitsmarkt, die nicht allein mit der Pandemie erklärbar ist. Die IG Metall geht von 300.000 potenziell verloren gehenden Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektrobranche aus. Gut bezahlte, sichere Arbeitsplätze. 300.000 Arbeitsplätze, die verloren gehen, das sind 300.000 Familien, die sich morgen fragen, wovon sie leben sollen. Das ist Kaufkraftverlust in Regionen. Der Ford-Chef hat heute sich zum Handelsblatt geäußert. Und Frau Merkel, was er gesagt hat, das hörte sich gar nicht nach Corona-bedingten Einbrüchen an, sondern das klang ganz anders. Er hat beklagt, dass gerade in seinem Segment der Fahrzeugindustrie es nicht Corona ist, das den Absatz gefährdet, sondern dass es die Klimapolitik und die Fixierung auf batterieelektrische Antriebe sind, die dazu geführt haben, dass in seinem Unternehmen Arbeitsplatzabbau und Strukturbruch bevorsteht. Markus Söder reiht sich da ein. Herr Söder fordert auch für das Jahr 2035 jetzt das Verbot des Verbrennungsmotors. Sinnvoll für die Beschäftigung in Deutschland wäre es, nicht den Klimawandel zu leugnen, wie manche das hier im Haus tun, aber mit Technologieoffenheit für Verbrenner mit synthetischem Kraftstoff, für batterieelektrischem Antrieb und für Wasserstoff die Weichen zu stellen, damit sich im marktwirtschaftlichen Prozess die Zukunftsantriebe herausbilden können. Nichts davon passiert. Und ich meine, ich sehe das mit Interesse, was Markus Söder da macht. Mir kommt das bekannt vor. Gerade am vergangenen Wochenende gab es herzliche Gratulation an die Kollegin Dörner von den Grünen, gab es eine Oberbürgermeisterwahl in Bonn. 6 Jahre gab es in Bonn einen schwarzen Oberbürgermeister, der mit seiner Ratsmehrheit Jamaika überwiegend grüne Politik gemacht hat. Und jetzt nun in der Stichwahl hat sich die grüne Kandidatin natürlich gegen den CDU-Kandidaten durchgesetzt, weil im Zweifel hat man das Original gewählt. Und das früher von bürgerlichen Mehrheiten geführte Bonn, dort gibt es nun, Frau Merkel, eine grün-rot-rote Regierung mit grüner Bürgermeisterin. Viele Grüße an Markus Söder, wenn das die Strategie der Union sein sollte. Also, Frau Merkel, die Arbeitsplatzverluste, die wir gegenwärtig in der Volkswirtschaft haben, sind nicht alleine mit Corona erklärbar, sondern ganz im Gegenteil. Falsche Grundentscheidungen der vergangenen Jahre werden jetzt mit Subventionen und Kurzarbeit überdeckt, um noch über den Wahltermin 2021 zu kommen. Besser wären faire Rahmenbedingungen. Es kann ja überhaupt gar kein Zweifel daran bestehen, dass wir Zielkonflikte haben, etwa zwischen dem Klimaschutz und der Beschäftigung. Diese Zielkonflikte kann man auch nicht leugnen, sondern wir müssen eine Politik formulieren, die die unterschiedlichen Ziele, nämlich Beschäftigung einerseits und andererseits Klimafreundlichkeit, verbindet. Da sind wir alle gefordert. Dafür brauchen wir faire Rahmenbedingungen und vor allen Dingen Einsicht auch in das physikalisch Mögliche. Da brauchen wir eine Umkehr. Der Wirtschaftsminister Altmaier hat einen Entwurf vorgelegt für ein EEG 2021. Und bis 2030, Herr Altmaier, gehen Sie unverändert von einem Strombedarf von 580 Terawattstunden im Jahr aus. Wie ist es denn eigentlich mit der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte? Wie ist es eigentlich, dass Sie bei der Stahlproduktion ausschließlich auf grünen Wasserstoff setzen, der aus dem Strom kommt? Und gleichzeitig steigen wir aus Kernenergie und Kohle aus. Ihr erneuerbares Energiengesetz, Herr Altmaier, macht nicht nur die Energie in Deutschland teuer und damit Arbeitsplätze weniger wettbewerbsfähig. Sie sorgen dafür, dass Herr Scholz uns nicht nur eine Haushaltslücke hinterlässt, sondern Sie der nächsten Regierung auch eine Stromlücke für die nächsten Jahre. Das werden wir
aufarbeiten müssen durch ein anderes, ein marktwirtschaftliches System. Und übrigens, apropos Energiesicherheit, wir steigen aus der Kernenergie aus, wir steigen aus der Kohle aus. Und ich habe gelesen, letztlich wollen Bündnis 90 die Grünen nun auch quasi sofort aus dem Gas aussteigen. So lese ich zumindest den Gastbeitrag, den Ihre Parteivorsitzende gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verfasst hat. Sie wendet sich gegen Nord Stream 2. Wir werden allerdings nicht nur aussteigen können aus Energieträgern, wir werden übergangsweise auch noch andere Energieträger brauchen. Tatsächlich, bei Nord Stream 2 ist ein Moratorium nötig, aber nicht aus energiepolitischen Gründen, sondern weil wir nicht tolerieren können, dass in Europa Giftanschläge mit Gift, das vom Völkerrecht untersagt ist, unternommen werden. Wir sollten aber nicht dauerhaft aus einer wichtigen Infrastruktur aussteigen, sondern die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das in Europa möglich ist, durch Verabredungen mit Transitstaaten und der Ukraine. Wir sollten dafür sorgen, dass wir, wenn wir noch über längere Zeit Gas nutzen, andere Technologien wie etwa die Speicherung von CO2 nutzbar machen. Dann ist das auch vereinbar mit Klimafreundlichkeit. Auf Russland sollten wir nicht mit dem dauerhaften Stopp eines Infrastrukturprojekts reagieren, zumindest so lange nicht, wie wir Hoffnung haben dürfen, dass dereinst eine demokratische Regierung dort auf wirtschaftliche Prosperität angewiesen ist. Was wir tun können, liebe Kolleginnen und Kollegen und Frau Merkel, ist, dass wir auch den Ankündigungen, die Sie gerade hier geäußert haben, Taten folgen lassen, indem der Deutsche Bundestag Magnitsky-Gesetzgebung einführt, damit wir nicht ganze Bevölkerungen mit Sanktionen treffen, sondern sie zielgerichtet auf diejenigen konzentrieren können, wie etwa die Unterstützer von Putin, die auch Verantwortung tragen für Menschenrechtsverletzungen. Das wäre ein Zugang. Und Frau Bundeskanzlerin, wenn Anton Börner, der jetzt neuer Präsident des Außenhandels wird, wenn der fordert ein entschiedeneres Auftreten gegenüber Russland und China, wenn das der Außenhandel fordert, dann sollte das für Sie eine Verpflichtung sein. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Sie am heutigen Tag, wo Joshua Wong in Hongkong vor Gericht steht, dass Sie diesen Namen auch hier aussprechen. Denn wir können eines vor allen Dingen für die demokratische Opposition in Hongkong, in China, in Belarus und Russland tun, dafür sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten und dass diese Regierungen nicht Bürger- und Menschenrechte einschränken können, ohne dass wir darauf zu sprechen können. Der chinesische Außenminister hat bei seinem Besuch in Europa gesagt, wer dies anspreche, der müsse einen Preis zahlen. Die Bundesrepublik Deutschland trotz aller Exportorientierung sollte klarmachen, bei Menschenrechten und den Rechten der demokratischen Opposition sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Scholz hinterlässt einen Haushalt mit 42,5 Milliarden Euro Handlungsbedarf ab 2022. Und daran wird sich doch ein neuer politischer Aushandlungsprozess, eine Richtungsauseinandersetzung festmachen. Herr Scholz spricht jetzt schon von Steuererhöhungen. Bezeichnenderweise, Herr Scholz, übrigens nicht, das war zumindest nicht Ihr erstes Argument, zur Deckung von laufenden Einnahmen, sondern Sie haben das gewissermaßen aus Gerechtigkeitsgründen gefordert, dass bestimmte Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einen größeren Beitrag leisten müssen, aus verteilungspolitischen Gründen. Ihnen sei gesagt, die 25% der obersten Leister der Einkommenssteuer bringen 75% des Aufkommens auf. Das ist bereits Umverteilung at its best. Und wer ist das? Es sind die Familienbetriebe, es sind die Freiberufler, es ist das Handwerksunternehmen, für das die Einkommenssteuer die betriebliche Steuer ist. Denen Steuererhöhungen in einer Wirtschaftskrise anzukündigen, das ist nicht das beste Konjunkturprogramm, das wir uns vorstellen können, sondern ganz im Gegenteil, das kostet Beschäftigte. Und wenn Sie hier sagen, die Corona-Helden brauchen keinen Orden, sondern ein gutes Gehalt, dann ist Ihnen zuzustimmen. Nur selbst wenn sich Verdi mit der 4,8%-Forderung durchsetzt, Herr Scholz, bemühen Sie doch bitte mal den Lohnsteuerrechner des BMF im Internet. Dann stellen Sie fest, von der Gehaltserhöhung
bei den Corona-Helden, die Sie gefordert haben, bleibt die Hälfte beim Fiskus übrig. Diese Menschen können sich von salbungsvollen Worten im Parlament nichts kaufen. Wer wirklichen Respekt den Menschen zollen will, die in wichtigen Berufen mit kleinem Einkommen arbeitet, der sorgt für eine Änderung des Lohnsteuertarifs durch einen Respekttarif gerade für die Menschen mit einem kleinen Einkommen. Und die zweite Weichenstellung, Herr Präsident, ich habe die Uhr im Blick, die zweite Weichenstellung wird die Frage sein, wie halten wir es mit Schulden? Wie halten wir es mit Schulden? Aus der Grünen-Fraktion war ja nicht nur die Forderung nach Steuererhöhungen gestern zu hören, sondern da wird ja die öffentliche Verschuldung auch zu einer neuen Staatsphilosophie verklärt. Da geht es gar nicht mehr um die Schuldenbremse, sondern es ist quasi eine höhere Einsicht in die Staatsphilosophie, jetzt auf Dauer mehr Schulden zu machen. Und das reduziert die Resilienz unseres Staates für zukünftige Krisen. Es ist nicht gesichert, dass wir auf den Kapitalmärkten auf Dauer uns zu Niedrigzinsen werden verschulden können. Und vor allen Dingen besteht doch die Gefahr von Inflationsszenarien, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn von Deutschland geht doch ein Signal nach Europa aus. Wenn wir nicht wieder zur haushaltspolitischen Solidität zurückkehren, ist das ein Signal für Europa insgesamt. Frankreich hat bereits angekündigt, bis 2025 wollen sie die Maastricht-Kriterien nicht einhalten. Sie wollen dauerhaft den Stabilitätspakt verändern. Wenn Deutschland nicht zurückkehrt zu einer Politik der Schuldenbremse, dann ist die überdehnte Schuldenpolitik von heute bereits der Anfang der europäischen Schuldenkrise von morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also einen klaren Kurs zurück zur Schuldenbremse, eine Trendwende, raus aus der Belastung hin zur Entlastung. Wir brauchen eine haushaltspolitische Wende, wie wir sie schon einmal hatten, 2009. Damals fortfolgende während der Finanzkrise, da ist nicht einfach nur neue Verschuldung gemacht worden, sondern da gab es ein hartes Ringen über jede einzelne Ausgabe im Haushalt. Ich erinnere mich noch zu gut daran, wie wir im Kanzleramt zusammensaßen in der damaligen Koalitionsrunde und wie wir damals die Politik der schwarzen Null eingeleitet haben. Da war nicht alles richtig. Ich erinnere mich noch, dass ein CSU-Verteidigungsminister mit federndem Gang in den Koalitionsausschuss kam und erklärte, seinen Sparbeitrag wird er erbringen dadurch, dass die Wehrpflicht abgeschafft wird. Und da muss man sagen, das war ein Fehler, denn die Aussetzung der Wehrpflicht kann niemals ein Sparprogramm sein. Aber grundsätzlich war diese haushaltspolitische Linie richtig. Heute dagegen haben wir einen Bundesfinanzminister, der ja geradezu dazu ermuntert, mehr auszugeben. Bei der Grundrente gibt es einen Beschluss ohne Gegenfinanzierung, denn die Finanztransaktionssteuer, die ist bislang noch nicht beschlossen. Jeder Haushalt bietet Spielräume, Haushaltsreste, Subventionen, Asylrücklage. Hier hat gestern Herr Brinkhaus gesprochen und hat im Grunde den Haushaltsplan von Olaf Scholz in Bausch und Bogen abgelehnt. Das haben Sie gemacht, Herr Brinkhaus. Aber hier geht es eben nicht mehr um Fensterreden, sondern hier geht es auch nicht um den Haushaltsentwurf von Herrn Scholz, sondern wenn dieser Haushalt beschlossen wird, dann ist es auch der Haushalt der CDU-CSU mit allen Löchern, mit allen Mehrausgaben. 1.200 Euro wird jede Bürgerin, jeder Bürger in Deutschland jetzt mit zusätzlichen Schulden belastet mit diesem Bundeshaushalt. Alleine durch die Auflösung der Asylrücklage könnte diese Mehrbelastung um die Hälfte reduziert werden. Dies zu unterlassen, wäre nicht nur ökonomisch unklug, es wäre ein schwerer Bruch der Generationengerechtigkeit, es wäre der Totenschein für die Schuldenbremse. Jetzt erhält das Wort der Fraktionsvorsitzende der SPD, Dr. Rolf Mützenich.